Wer sich mit Monomen, Binomen, Termen, Gleichungen auseinandergesetzt hat und das ein bisschen beherrscht, für den stellen die Funktionen keine Überraschungen mehr dar. Oder doch? Ja, schauen wir mal. Moment mal, Funktionen? Wofür könnte man denn das brauchen? Gibt es das überhaupt im normalen Leben? Das zeige ich euch jetzt einmal zum Einstieg. Da hätten wir Funktion. Da ist die nächste. Da hätten wir schon die nächste Funktion. Die nächste Funktion. Ah, da schon her. Die nächste Funktion. Da hätte ich meinen Filmentwickler. Und auch da ist eine Funktion. Schaut halt ein bisschen anders aus. Das kommt jetzt zwar in der Lebenswelt von euch nicht so oft vor, aber man sieht es ja jetzt, jetzt bin ich im Auto und da hätte ich auch noch ein paar Funktionen anzubieten. Schauen wir uns das einmal da an. Da ist einmal der erste. Dann hätten wir da den nächsten. Das wäre interessant, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und die gibt es aber schon länger. Und da sind wir. Der Verbrauch. Da werden sie nochmal gesammelt. Dann schauen wir mal, was hinter den Funktionen steckt. Ein bisschen genauer. Aber das Wichtigste bei mir, der Kaffee. Also, zuerst einmal ein Überblick. Welche Funktionen gibt's? Und dort erschlage ich euch jetzt einmal mit ein paar Fremdwörtern. Also, das erste, was wir uns anschauen, sind lineare, homogene Funktionen. Dann als nächstes kommen inhomogene, lineare Funktionen. Das wird schon lustiger. Dann machen wir gebrochen rationale Funktionen. Und vielleicht kommen wir nachher sogar noch dazu, quadratische Funktionen zu machen. Und bei den gebrochen rationalen Funktionen, da hätten wir zwei Sachen, nämlich einmal exponentielle Abnahme und etwas, das wir jetzt sehr deutlich erlebt haben, exponentielles Wachstum. Aber ihr braucht sich da nicht schrecken vor diesen vielen Begriffen. Das ist nur, kommt man manchmal fast sagen, von den Mathematikern erfunden. Aber es ist eine ziemlich genaue Definition. Viele von den Sachen kennt ihr schon, wie zum Beispiel homogene lineare Funktionen. Haben wir alles schon gemacht. Das war in der ersten oder zweiten Klasse. Ihr kennt das unter direkte Proportionalität. Vielleicht kommen da wieder ein paar so Erinnerungen, so, ah, ja, das stimmt, da war mal was. Die gebrochen rationalen Funktionen haben wir auch schon mal gemacht. Das sind indirekte Proportionalität. Und inhomogene lineare Funktionen haben wir auch schon mal gemacht. Da wird es nachher, wenn ich euch das Beispiel zeige, gleich drauf kommen. Ah ja, war alles schon in der zweiten Klasse. Wir stellen das jetzt halt nur ein bisschen deutlicher dar. Nach einem Schluck Kaffee muss ich gerade einmal erzählen, wie man denn so eine Funktion darstellt. Oder welche Möglichkeiten es da gibt. Denn genau genommen haben wir da drei Möglichkeiten, so eine Funktion darzustellen. Das erste und bekannteste, das habt ihr da unten gesehen bei meinen Dreh- und Fräsmaschinen, das ist eine Wertetabelle. Da steckt nicht viel dahinter. Die zweite Variante haben wir gesehen, ich glaube, das war da, wo ich meinen Filmentwickler gezeigt habe. Nämlich an Graphen, sagt man, so mit X-Achse und Y-Achse. Haben wir auch schon mal erlebt. Und bei der dritten Variante gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder wählen wir das, was wir da machen, nämlich die explizite Darstellung, oder die exakte Darstellung, wie man sie halt dann später im Mathestudium braucht. Also, das erwähne ich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Dann schauen wir uns das einmal im Detail an. Und bei den Beispielen haben wir ja jetzt schon gesehen.
Eine Funktion beschreibt einfach den Zusammenhang zwischen zwei Größen. Es wird also immer einem Wert genau ein anderer Wert zugeordnet. Das war es eigentlich auch schon. Und wie diese Zuordnung funktioniert, das beschreibt eben die Funktion. Wir beschreiben also immer mit der Größe x den Wert, den wir da einsetzen wollen. Das ist die unabhängige Variante. Unabhängig, da können wir einfach irgendwas nehmen. Und die andere Größe, y, das ist die abhängige, nämlich von x abhängige Größe. So, dass man dann sagen kann, y ist der Funktionswert von x. Okay, es wird also jedem x-Wert genau ein y-Wert zugeordnet. Andersherum kann aber einem y-Wert durchaus mehrere x-Werte zugeordnet sein. Boah, voll die Verwirrung, gell? Ganz am Anfang bei der Einführung. Gell? Aber das wird sich gleich klären. Was wir dann noch brauchen, das haben wir auch schon einmal erwähnt, vom Namen nachher, das kennt's, die Definitionsmenge. Das heißt also, welche x-Werte darf ich da einsetzen? Haben wir alles schon gemacht. Und das, was dann rauskommt, nämlich diese y-Werte, die bezeichnen wir jetzt in Zukunft einfach als Wertemenge. Also Ergebnisse könnte man auch sagen. Dann zeige ich euch einmal, wie man so eine Wertetabelle macht. Fangen wir an mit homogene lineare Funktionen. Das könnte jetzt zum Beispiel sein Äpfel, 2 Euro, das Kilo. So kennt man das meistens. Dann habe ich also eine unabhängige Variable, die nenne ich x. Da schreibe ich mir darüber die Einheit, das sind die Kilogramm. Wie viel Kilogramm möchte ich kaufen? Und davon abhängig ist jetzt y, was kostet das? Das habe ich schnell ausgerechnet, weil da oben steht ja 2 Euro das Kilo. Das heißt, wenn ich einen Kilo kaufe, kostet es 2 Euro. Und dann kann ich mir schon mal die Mühe antun und sagen, na was ist, wenn ich jetzt 2 Kilo kaufe? Na, das kostet halt 4 Euro. Und wenn ich 3 Kilo kaufe, das kostet dann 6 Euro. Und wenn ich 4 Kilo kaufe, das kostet dann 8 Euro und so weiter und so fort. Man sieht schon, man könnte so eine Tabelle machen bei dem Marktstandl, wo dann jeder genau lesen kann, wenn ich so viel kaufe, zahle ich so viel dafür. Und jetzt zeige ich euch, wie man so einen Graphen macht. Und das Ganze jetzt als Skizze mit dem Graphen. Da könnt ihr sagen, ich mache das so. Da schreibe ich mal hin unsere unabhängige Variable und da die abhängige. Und wenn ich jetzt sage, ich habe da 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo und so weiter, dann kann ich sagen, ich schreibe da dazu, das sind die Kilogramm. Ich schreibe jetzt da dazu, das sind die Euro. Dann mache ich da einfach 2 Euro, 4 Euro, 6 Euro, 8 Euro und dann trage ich mir das da mal ein. 1 Kilo kostet 2 Euro. 2 Kilo kosten 4 Euro, 3 Kilo 6 Euro, 4 Kilo 8 Euro. Und ich weiß ja jetzt schon, wenn ich jetzt ein halbes Kilo kaufe, dann kostet das da nur 1 Euro. Und wenn ich 1,5 Kilo kaufe, dann kostet das 3 Euro. Das heißt, ich verbinde mir das und das ist jetzt der Graph. Und zum Schluss zeige ich euch noch, wie ihr so eine exakte Schreibweise ausschauen könnt. Was heißt könnt? So schaut die exakte Schreibweise genau aus. Exakt. Ganz allgemein geschrieben kann ich sagen, wir haben da eine Funktion. Und das schaut so aus. Y ist gleich 2 mal x. Das sind also die 2 Euro. Da setze ich die Kilogramm ein. Und dann erhalte ich die Euro. Jetzt macht es also überhaupt keine Schwierigkeit mehr, wenn ich hergehe und sage, na, dann kaufe ich halt 1,2 Kilogramm Äpfel mal 2 ist 2,4 Euro kostet mir das dann. Okay? Und wo braucht man das jetzt im Leben? Da kann ich nur sagen, überall. Zum Beispiel homogene lineare Funktionen. Das wäre jetzt zum Beispiel Spritverbrauch ausrechnen oder
Ersparnisse, wenn irgendwas verbilligt ist. Inhomogene lineare Gleichungen, das wäre sowas wie bei Taxifahrten oder bei den Mobilfunkverträgen. Gebrochen rationale Funktionen, das hat man oft bei so Werkzeugmaschinen, wenn es darum geht, mit welcher Drehzahl durch einen bestimmten Bohrerdurchmesser einstellen oder einen bestimmten Fräser einstellen, damit da das Werkzeug optimal arbeitet. Exponentielles Wachstum, das brauche ich zum Beispiel, wie sich ein Bakterium oder ein Virus, wie zum Beispiel Corona, vermehrt. Oder aber auch, wie eine Bevölkerung wächst. Oder aber auch, wie das Geld auf der Bank wächst, also Zins- und Zinseszinsenrechnung. Exponentielle Abnahme wiederum, das brauche ich beim Artensterben zum Beispiel. Mit welcher Geschwindigkeit sterben da verschiedene Arten aus? Oder zum Beispiel, wenn ich berechnen will, den Wertverlust von einem Auto im Laufe der Jahre. Und quadratische Funktionen, na, das betrifft zum Beispiel, wie sage ich das jetzt, wenn der Bogenschütze den Pfeilflug berechnen will, Unternehmensgewinne berechnen sich meist mit solchen Funktionen, oder wenn man Brückenbelastungen ausrechnet, dann braucht man sowas. Oder, und das ist die Hauptaufgabe, bei Optimierungsaufgaben. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, nehmen wir als Beispiel Getränkedosen. Da möchten wir ja möglichst viel hineinbringen bei möglichst wenig Material. Naja, da gibt's verschiedene Verfahren, wie man das ausrechnen kann. Das betrifft nicht uns in der Schule, keine Sorge. Aber das sei nur die praktische Anwendung. Da kann man also zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt eine Viertel-Liter-Dose auf den Markt bringen will und ich möchte möglichst wenig Material für diese Dose verwenden, weil das Material ist ja teuer, dann verwendet man so eine Funktion, um dann auszurechnen, wie hoch und in welchem Durchmesser diese Dose sein muss. Also ich hoffe, ihr seht, das mathematische Zeug, das verfolgt uns in jedem Lebensbereich. Und glaubt's mir's, macht vieles leichter.